Hallo meine lieben Sammlerfreunde, da bin ich wieder, der Master Ölli mit einem neuen Video. Es geht um das neue Hörspiel der Retrofabrik im Netz des Bösen. Ja, ich habe das jetzt ein paar Tage hier und möchte euch zu diesem Hörspiel meine Meinung, meine Rezension sagen. Ja, los geht's nach diesem kleinen Einspieler. Eternia. Eine Welt voller Ungeheuer und Magie. Uralter technologischer Wunderwerke und vergangener Zivilisationen. Seit Äonen trachten die Mächte des Bösen danach, die Geheimnisse des Planeten für ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Ruinen längst vergangener Kriege und Katastrophen sind allgegenwärtig. Und aus diesen Spuren der Vergangenheit erhebt sich das Böse erneut, um seine Klauen nach der Macht auszustrecken. Doch dieses Mal stellt sich He-Man ihm entgegen. An der Spitze seiner treuen Freunde fordert der Stärkste der Starken die Dämonen zum Kampf. Zum Kampf der Giganten. Bei der Macht von Grayskull! Die Monster! Wieder mit Grayskull! Wer bist du, du Teufel? So, da sind wir zurück nach dem kleinen Einspieler, der schon mal ein bisschen Stimmung auf das Hörspiel macht. Und ich muss euch sagen, ich bin wirklich, wirklich sehr begeistert. Und ich habe mich mit dem Pokingjoe auch drüber unterhalten. Und wir sind beide ähnlicher Meinung. Dieses Hörspiel ist etwas ganz Besonderes. Die Retrofabrik und alle Beteiligten daran, man merkt, dass da Motu-Liebe drinne steckt. Man merkt, dass die Leute genau wissen, worum es geht, genau wissen, wo sie die Inhalte und wie sie die Inhalte setzen. Und ich finde das einfach großartig. Ja, ohne viel zu spoilern, muss ich sagen, wird die Masters-Geschichte uns auf eine super tolle, neue Art und Weise, ein erwachsenerer Stil, wird uns diese Geschichte nahegebracht. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass es etwas erwachsener geworden ist. Die Hörspiele aus unserer Kindheit haben natürlich ihre absolute Daseinsberechtigung. Damit sind wir groß geworden und die lieben wir. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu diesen Hörspielen könnte das für mich auch genau so ähnlich werden. Eine Liebe zu diesen neuen Hörspielen, da sie von der Qualität ja so gut gemacht sind. Also der Sound, der Erzähler, die ganzen Stimmen, die Synchronsprecher den Charakteren geben und sie damit mit Leben füllen, sind wunderbar. Ja, ich möchte nur ein paar nennen. Also mir persönlich, Orko gefällt mir wunderbar. Orko ist super. Evelyn, eine tolle Sprecherin. Hordak. Hordak auch. Hordak ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch He-Man. He-Man finde ich klasse. Ja, und ich könnte das so weitermachen, weil wirklich eigentlich jeder Charakter auf seine Art und Weise die Figur mit Leben einhaucht. Ja, also jeder Sprecher tut der Figur Leben geben. Und das, das ist einfach toll gemacht. Und es steckt so viel Liebe in diesen Sachen drin, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole. Leute, unterstützt dieses Projekt. Kauft die Keepcase oder kauft die das Mediabook. Kauft es vielleicht direkt bei der Retrofabrik.
ja, dann ist genau da die Unterstützung, wo sie hingehört. Es sollen bis zu 30 Hörspiele folgen. Und wenn wir da jetzt unsere Unterstützung weiter reingeben, dann wird das auch geschafft. Soweit ich weiß, soll bis Ende des Monats die Folge 2 draußen sein. Und ich persönlich freue mich sehr auf diese Folge. Da, und da verrate ich auch nicht zu viel, in der ersten Folge ein mega Cliffhanger am Schluss ist. Und ich will natürlich wissen, wie das weitergeht. Und das wollen wir, glaube ich, alle. Ja, Endresümee. Der Pocking Joe und der Master Ölli können euch dieses Hörspiel, ich zeige es euch nochmal, ich habe es nur in dieser Variante, weil ich mich entschieden habe, die CDs zu kaufen, auch aus Platzgründen. Aber wie auch immer, es ist ja egal. Wir unterstützen somit die Retrofabrik und da entsteht was ganz Tolles. Also, Leute, schlagt zu. Es haben schon sehr, sehr viele gekauft. Das Mediabook ist zurzeit ausverkauft, aber wird auch gerade nachproduziert. Also es kommt hinterher wieder etwas. Ihr könnt das dann wieder kaufen. Ein bisschen warten müsst ihr. Soweit ich weiß, die CDs sind noch zu bekommen. Und die werden auch in den normalen Handel kommen. Also Saturn, Mediamarkt und ähnliche, die diese Sachen in ihre Produktpalette aufnehmen, vielleicht Müller, werden wir diese Sachen auch kaufen können. Ja, bei Amazon habe ich sie auch schon gesehen, also die Verfügbarkeit dieser Sachen wird flächendeckend erstmal, denke ich, sehr, sehr gut funktionieren. Wenn wir weiter so am Ball bleiben und die Sache unterstützen. Ganz tolle Hörspiele kommen da auf uns zu, mega gut produziert, mega tolle Sprecher. Ja, eine runde Sache für mich. Ich bleib dabei. Ich habe mir auch extra einen neuen CD-Spieler gekauft, um die Sache zu genießen, weil das wird von CD gehört und nicht. Da ist ja auch ein Download-Code drin, aber den werde ich erstmal nicht nutzen. Das, ja, ich bin total begeistert. Und ich sag danke an alle Beteiligten, danke an die Retrofabrik, dass ihr uns so eine tolle Sache zur Verfügung stellt und ermöglicht, dass wir wieder Hörspiele haben. Und das ist eine wunderbare Sache. Und ja, dann verbleibe ich zum Schluss des Videos mit einem schönen Gruß vom Pocking Joe. Macht euch eine gute Zeit da draußen. Bleibt mir wie immer gesund, das ist das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Hoffe ich doch, denke ich doch. Und der Master Ölli sagt Tschüss.